Die Three Lions England gewinnen gegen Wales mit 0 zu 3 und ziehen somit als Gruppenerster ins Achtelfinale ein und treffen dort auf den Senegal. Einfache Aufgabe sollte man meinen, aber der Senegal hat nichts zu verlieren, also von daher, ähm, England. Zwar in der Favoritenrolle, aber sie müssen es erstmal auf den Platz bringen. In der ersten Halbzeit heute war das sehr, sehr stark. Also das 0 zu 0 war eigentlich peinlich für England. Wales hat tapfer dagegen gekämpft, aber hatte eigentlich von Anfang an fast gar keine Chance. Und es war dann Rashford, der durch einen einfach traumhaften Freistoß die Engländer in Führung gebracht hat. Und den kannst du nicht besser schießen. Und nur eine Minute später foden mit dem 2 0 der Doppelschlag innerhalb von knapp 60 Sekunden. Und da war das Spiel auch gegessen, ehe dann Rashford sogar noch das 0 zu 3 machte und dann war sowieso alles vorbei. Die Engländer gewinnen ihre Gruppe sicher, na was heißt sicher, aber relativ souverän auf dem ersten Platz. Wie sie das Achtelfinale bestreiten, sehr, sehr schwierig, weil Senegal ist natürlich, wie gesagt, der Außenseiter, aber die haben ja nichts zu verlieren. Und England hat eine ganze Menge zu verlieren. Aber ich denke schon mit der Truppe, dass England eigentlich minimum ins Viertelfinale gehört, wenn nicht sogar ins Halbfinale. Und ich gehe davon aus, dass sie den Sinniger schlagen werden. Mein Tipp ist, dass sie 3-1 gewinnen. Im Achtelfinale aber erstmal GG zum Einzug in die KO-Runde. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ich würde sagen, wir hören uns im nächsten Video und ciao.